Bitte lösch dich, bitte lösch dich sofort. Bitte lösch dich, bitte lösch dich. Bitte lösch dich, bitte lösch dich sofort. Bitte lösch dich, bitte lösch dich. Bitte lösch dich, bitte lösch dich sofort. Bitte lösch dich, bitte lösch dich. Bitte lösch dich, bitte lösch dich sofort. Bitte lösch dich, bitte lösch dich. Yo, Feinde der Halbwissen-Meinungsblogs, Schenkelklopfer-Witze und billigen Kanalzerstörungen. Heute ist ein besonderer Tag, denn heute zerstören wir den Kanal des großen Kanalzerstörers KuchenTV. Wir werden ihr vorerst, wie auch in den anderen Löschtich-Folgen, Ausschnitte seiner Videos als Belege benutzen. Sollte er sich ausnahmsweise nicht an seine eigenen Maßstäbe halten, könnte es sein, dass wir das Video ersetzen müssen. Soll ja schon vorgekommen sein, dass Kuchen bzw. sein Netzwerk Videos gestrikt oder entmonetarisiert haben. Aber er hat ja selber vor kurzem dies hier gesagt, worauf wir uns jetzt beziehen, und vielleicht hält er sich ja diesmal dran. Natürlich sind eigentlich alle YouTuber so fair und striken nicht direkt irgendwelche Videos. Ich persönlich finde, solange man die Quellen angibt, sollte man es auch benutzen dürfen. Vorweg, falls du ein Antwortvideo machen willst, du hast ja schon angekündigt, dass du dich da tierisch drauf freust, uns total zu zerlegen. Also wir sind so fair, du darfst gerne Ausschnitte benutzen. Wir hoffen allerdings, dass du dann auch so fair bist. Giraffenkräfte kalibriert. Ihr kennt doch sicher alle diese Leute, die zu allem eine Meinung haben, sich gerne darüber aufregen, was alle anderen falsch machen, und dann beim ersten Gegenwind aber sofort rufen: Wow, 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 bitte nicht haten, es war alles nur schwarzer Humor, ich sag ja nur meine Meinung. Heute geht's um ein Paradebeispiel genau einer solchen Person, die gern große Töne spuckt, vor Heuchelei nur so trieft, der den großen, mächtigen Kanalzerstörer mimt und meint, sich alles erlauben zu können, aber dann schluchzend Heul- und Rechtfertigungsvideos abliefert, wenn er von jemandem in seine scheiß Schranken gewiesen wird. Und außerdem hat er noch einen ziemlich langen Hals. All das und viel mehr werden wir in diesem wunderbaren Video beleuchten, und ich glaube, wenn ihr uns offenen Herzens lauscht, werdet ihr am Ende des Videos auch die Meinung teilen, dass KuchenTV sich schleunigst löschen sollte. Für meine YouTube-Laufbahn wäre es besser, solche Themen einfach unkommentiert zu lassen, weil man so oder so schlecht dasteht. Aber mir als KuchenTV ist eh alles scheißegal, also fangen wir an. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt machen sollte, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich KuchenTV bin und einfach keinen Fick gebe. Damit kann man dann kleine Kinder beeindrucken, die nicht hinter die Fassade schauen können. Gut gespielt, Kuchen. KS-Freak hat uns bedroht, hat Darky fast geschlagen, hat mich fast geschlagen, hat meine Kamera geklaut, die er dann ohne Speicherkarte zurückgegeben hat. Er hat uns bedroht, beleidigt. Übrigens hat er Hurensohn gesagt einfach. Ich meine, da sind im Publikum irgendwie entweder die Eltern oder irgendwelche 12-jährigen Kinder. Dann hat Darky mich noch Doggy-Style genommen und du sagst einfach, der Hurensohn, Alter. Gewalt ist das Ehrenloseste, was man machen kann, also körperliche Gewalt. Es bringt dir überhaupt nichts, mich zu schlagen. Du machst das? Nein, Bruder. Ich weiß gerade voll ernst. Hast du das zu mir gesagt? Nein. Das ist die Hose nass beim Film, wir oder? Natürlich nichts machen, DDR hier. Nicht mal das, das ist doch unfair. Halt dich zurück, Mr. Trashpack. Du bist vielleicht 1,50 und ich bin 1,90. Wow, wow, wow. KS-Freak hat mich bedroht. Der hätte mich fast geschlagen. Körperliche Gewalt ist wirklich das Letzte. Pass auf, Mr. Trashpack, ich bin größer als du. Ist aber natürlich wieder nur heiße Luft. Der Drachenlord ist ja auch ein paar Zentimeter kleiner als KuchenTV, aber als Kuchen ihm dann begegnete, ist er doch nur in seinem kleinen Auto hinter ihm hergetuckert, hat sich nicht getraut auszusteigen und das Fenster bis auf so einen kleinen Schlitz hochgekurbelt, durch den er dann ganz mutig den Drachen provoziert hat. Gehen wir aber später auch noch drauf ein. Ich bin übrigens auch ein paar Zentimeter kleiner als du und ja, wenn du dich kloppen willst, sag Bescheid. Also du wohnst ja gar nicht mal so weit weg. Machen einfach faires 1v1 oder Tag-Team mit Dorian hier und du kannst deinen komischen Darky dazu holen. Ich glaube nicht, dass dir deine 15 cm zusätzliche Halslänge helfen werden, aber wenn du meinst, passt auf, ich bin 1,90 Meter groß. Ja, meld dich, ist ja nicht so weit. Du bist vielleicht 1,90 groß, du fucking Giraffen-Ass, aber wiegst wahrscheinlich trotzdem nur halb so viel wie ich, Mann. Lösch dich doch einfach. Giraffenartiger Hochbegabter. Kuchens Freundin Gina, die inzwischen auch YouTuberin ist, redete mal in einem Video darüber, wie es denn so ist, mit diesem großen YouTube-Star KuchenTV zusammen zu sein, und erwähnte, dass es zwar schon geil ist, dass er so ein Star ist, aber es ist auch anstrengend, dass er jeden Tag mehrere Stunden an seinen Videos sitzt. Mädels, wenn ihr einen YouTuber haben wollt, schreibt ihn einfach an. Wenn ihr wirklich einen haben wollt, dann müsst ihr damit klarkommen, dass der ziemlich lange an seinen scheiß Videos sitzt. Da fragt man sich natürlich, warum?
wofür geht denn da die Zeit drauf? Also er redet ein bisschen über irgendein Thema und bis vor kurzem ließ er einfach nur ein Bild mit zwei Keyframes von links nach rechts fahren oder manchmal auch andersrum, manchmal wird es auch reingezoomt, denn... Ich bin extrem faul, wenn es darum geht, Videos zu schneiden. Seit Folge 200 ist es allerdings noch einfacher für ihn, die Videos zu zeigen, denn die Kuchentalks verändern sich jetzt und er zeigt sein Milchbubi-Gesicht und seinen Giraffenhals in voller Länge vor der Linse. Inhaltlich sagt er meistens sehr offensichtliche Dinge. Hey Leute, Rauchen ist ungesund. Trump und Clinton sind beide nicht so toll. ApoRed rappt Kacke. Persia X ist dick. Lösch dich. Es ist ja nicht mal besonders gut recherchiert oder durch Quellen belegt. Stattdessen werden Dinge wie dies behauptet. Auch biologisch gesehen, wenn man sich unser Gebiss mal anguckt, sind wir dafür gemacht, Fleisch zu essen. Was faktisch einfach falsch ist und meistens eher von der Gegenseite als gegenteiliges Argument verwendet wird. Oder sowas hier. Ich habe auch schon im letzten Video gesagt, dass Linksextreme mehr Straftaten begehen als Rechtsextreme. Wieder mal keine Quelle dafür angegeben, dabei wäre es ja nicht mal so schwierig gewesen. Hier, ich habe mal eben gegoogelt, wie viele politisch motivierte Straftaten es in den Jahren 2014 und 2015 gab, die von der Polizei aufgenommen wurden. Moment mal, da steht ja, dass das andersrum ist, aber... Ach, was weiß das Innenministerium schon von politisch motivierter Kriminalität? KuchenTV weiß das sicher besser. Übrigens, wusstet ihr, dass über die Hälfte der Flüchtlinge Wirtschaftsflüchtlinge sind? Eine 5-Jährige wurde gegessen. Ja. Lebendig vom Flüchtling. Stand auf Facebook. Dafür, dass der gute Tim sich als Meinungsblogger bezeichnet, macht er aber auch öfters mal Videos, bei denen der Eindruck entsteht, dass er... doch keine richtige Meinung zu dem hat, was er da eigentlich erzählt. Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen, vor circa, weiß ich gar nicht, einem Monat oder sowas müsste das fast schon gewesen sein, dass ich jetzt überhaupt gar keinen Alkohol mehr trinke. Ich sehe da einfach, ja, generell überhaupt keinen Sinn drin, Alkohol zu trinken. Irgendwie bei Tommy trinke ich dann war ich letztens bei Marvin mit Kevin und Justin, nee, Justin Hero war nicht dabei. Also generell kann man auf jeden Fall sagen, dass ich meinen Alkoholkonsum in den letzten, ja, 6-7 Monaten auf jeden Fall für mich persönlich sehr erhöht hat. Naja, Alkohol ist ja eigentlich schon mit die gefährlichste Droge, die man sich jetzt einfach so besorgen kann, mit Rauchen zusammen, obwohl die natürlich erlaubt sind. Und ich war jetzt auch zum Beispiel gestern, war ich mit Rico unterwegs und noch 2-3 anderen und da waren wir auch in einer Bar in 2 Stück. Also ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, wirklich gar nicht mehr zu trinken, aber wenn, dann will ich halt auch nicht viel trinken. Vielleicht so 1-2 Drinks. Und wenn ich halt irgendwie mal Lust habe, 1-2 zu trinken, dann mache ich es halt. Ja gut, Alkohol ist richtig scheiße. Ich mache das nie. Ja okay, manchmal mache ich das doch. Erinnert mich in diesem Fall ein bisschen an deinen alten Freund Zabex, der erst sowas hier sagt. Ich persönlich finde Zigaretten einfach komplett unnötig und scheiße und werde dementsprechend auch niemals damit anfangen. Was ich auch echt erbärmlich finde, ist, wenn sich YouTuber extra vor die Kamera setzen, um zu rauchen. Und circa ein halbes Jahr später sehe ich das. Rauchen war übrigens eins der wenigen Themen, wo Kuchen dann doch eine klare Meinung zu hatte. Dass es teuer und ungesund ist. Also quasi das, was Zabex sagte. Ob man Kuchen dann auch bald mit einer Kippe in der Hand sehen wird, wird sich zeigen. Ach ja, und selbst Passivrauchen ist schädlich. Oh, wirklich? Für mich sind diese Menschen einfach unglaublich dumm, weil kein intelligenter Mensch von sich selber aus sagen würde, oh, ich mach meinen Körper jetzt komplett kaputt, das macht Spaß. Meine Mutter raucht seit 35 Jahren oder irgendwie sowas und nun ja, meine Freundin raucht, ja. Für mich sind diese Menschen einfach unglaublich dumm. Falls ihr vorhabt, das Video selbst zu gucken, kleiner Tipp, der Content ist in der ersten Minute. Danach wiederholt er sich eigentlich nur noch die ganze Zeit und erzählt irgendwelche privaten Geschichten wie, ich hatte mal jemanden in der Klasse, der hat geraucht, Raucher sind richtig dumm, meine Mutter raucht übrigens auch schon sehr lange und... Ja, man muss ja irgendwie die 10 Minuten voll bekommen wegen dem YouTube-Algorithmus. Denn die Zuschauer müssen ja wirklich ganz schön dämlich sein, um nicht zu wissen, dass Rauchen teuer und ungesund ist. Ich meine, das steht seit Jahren auf jeder fucking Packung drauf. Inzwischen jetzt sogar mit lustigen kleinen Sammelbildchen. Aber Grund genug, ein 11,5 Minuten Video darüber zu machen, dass Rauchen ungesund und teuer ist. Vielleicht wusste das ja jemand noch nicht. Ich freue mich schon auf die kommenden Videos von KuchenTV darüber, dass man keine heißen Herdplatten anfassen und auch keinen Chlorreiniger trinken sollte. Veganismus ist übrigens eigentlich ganz okay, also ich esse auch fast nie Fleisch, weil meine Freundin das überhaupt nicht mag. Besagte Freundin, die übrigens die ganze Zeit twittert, wie lecker KFC-Hühnchen sind und dass sie bei McDonald's war, aber ich esse das ja eigentlich fast nie. Ja gut, eigentlich esse ich es schon gerne, weil mir das gut schmeckt, aber es wäre auch schon gut, das seltener zu essen. Ich weiß genau, wie schlecht es den Tieren geht und wie die leben, ist mir persönlich aber größtenteils vollkommen egal. Das Ding ist, dass ich zum Beispiel einfach Fleisch viel zu lecker finde, als dass ich komplett drauf verzichten könnte. Es gibt einfach keinen Grund, warum ich sagen kann, deswegen brauche ich unbedingt mein Fleisch. Ich selber bin aber auch niemand, der sehr oft Fleisch isst. So 1-2 Mal die Woche ist bei mir eigentlich das Maximum, vor allem weil meine Freundin ebenfalls so gut wie kein Fleisch
Fleisch isst, weil ihr das einfach nicht schmeckt. Ich bin also zumindest jemand, der nicht jeden Tag Fleisch isst, was auf jeden Fall besser ist als jemand, der das wirklich ständig tut. Wenn ihr komplett auf Fleisch oder tierische Produkte verzichten könnt, ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich will euch natürlich nicht dazu drängen, Vegetarier zu werden, allerdings denke ich, dass es der Welt einfach besser gehen würde, wenn jeder von uns seinen Fleischkonsum einfach ein wenig runterschraubt. Ja, den Tieren geht es scheiße. Was denn nun? Ist es dir jetzt egal oder nicht? Wenn du sagst, dass es den Tieren scheiße geht und daraus die ethische Verpflichtung ableitest, weniger Fleisch zu essen, dann ist es dir offensichtlich nicht egal, oder? Es sei denn, und das ist meine Prognose, du willst dich einfach ein bisschen in einem besseren Licht dastehen lassen, indem du ganz halbherzig einen auf Tierschützer machst, während du noch deine I don't give a fuck, ich bin der krasse Kanalzerstörer-Persona beibehältst. Dass das irgendwas mit ethischen Gründen zu tun hat, dass du nur zweimal die Woche Fleisch isst, kaufe ich dir auch nicht ab. Deiner Statur nachzuurteilen ist es ja sowieso schon ein Wunder, wenn du zweimal die Woche eine Mahlzeit zu dir nimmst. Der Kollege-Fan hat das verdient. Aber war schon scheiße von Kollege. Dann hat Kollege ihn getreten, ihn danach in die Fresse gehauen, dann ist er umgefallen, war K.O. Ich bin ja jemand, der komplett gegen Gewalt ist. Er hat es absolut verdient. Ohne Witz, was ist das für ein Spasti? Ich finde einfach, dass da solche Gewaltaktionen einfach überhaupt nicht zu suchen haben. Aber ich finde einfach gerade auch Kollege, jemand, der in der Öffentlichkeit steht und so weiter, der muss sich meiner Meinung nach mit sowas einfach zurückhalten und sich dann auch zügeln. Aber dann direkt so aggressiv werden und direkt zuzuhauen, ja, das finde ich einfach viel zu krass. Und schon, dass er das auf jeden Fall verdient hat, bei dem, was er da abgezogen hat. Frag mich, warum du bei Kollega Verständnis für so ein Verhalten hast. Soll vermutlich irgendwie intellektuell klingen, wie: Oh, ich bin gebildet und intellektuell, ich betrachte die Dinge von beiden Seiten, es ist nicht alles nur schwarz-weiß. Klingt aber eher wie: Ich finde, die Stadtfahne ist rassistisch. Andererseits ist sie auch Teil der Geschichte. Naja, die Stadtfahne ist schon ein geschichtsträchtiges Teil. Aber steht außer Frage, dass sie rassistisch ist. Aktuell sitzt er, wie gesagt, in seinen Kuchen-Talks-Videos vor der Kamera. Was allerdings trotz jahrelanger Übung doch nicht so gut funktioniert. Hier, in 3 Kuchentalks hintereinander formuliert er den Satz, den er gesprochen hat, nochmal um, lässt dann aber aus irgendeinem Grund doch beide Versionen drin. Natürlich sind eigentlich alle YouTuber so fair und striken nicht direkt irgendwelche Videos. An sich ist es natürlich verständlich, dass Videos gegen einen aufregen. Also lebt man so gesehen zwar nicht nur von YouTube, aber zu einem großen Teil, und dieser große Teil wird eigentlich ziemlich unattraktiv. Sowas muss einem doch auffallen. Ich meine, guckst du dir die Scheiße nicht an, bevor du sie zusammenschneidest und da hochlädst? Sowas muss einem doch auffallen. Ich meine, guckst du die Scheiße gar nicht an, die du da zusammenschneidest? Ja, Baby hat keine tollen Stimmen. Ihr müsst einen kurzen trinken für jede neue Frisur, die ihr habt. I'm always dead. I'll have to do my best. In so gut wie jedem seiner aktuellen Videos sind solche Fehler drin. Also, das kann einem ja mal passieren, aber in so gut wie jedem der 5-10 Minuten langen Videos, du rotzt da einfach total lieblos irgendeine Scheiße hin. Also, 3-mal in Folge so ein scheiß Fehler, das hat nicht mal der Drachenlord geschafft, und das will was heißen. Lösch dich, Kuchen. Komplizierte Giraffenkonfiguration. Eine beliebte Unterkategorie der Kuchentalks sind sogenannte Geraped-Videos. Vergewaltigung XD, Penis in Vagina, lol. Interessant ist allerdings, welche Ziele er sich für diese Videos sucht. Wir beide haben ja offensichtlich nichts dagegen, wenn man Videos gegen andere Leute macht, aber neben Leuten wie Susie Grime oder Katja Krassebitsch raped Kuchen ja auch Leute, wo es offensichtlich eigentlich gar nicht nötig ist. Es ist ja nicht mal so, dass er sich einfach nur über Vollidioten lustig macht, sondern er hält es ernsthaft für notwendig, gegen diese Leute zu argumentieren und auf deren Aussagen einzugehen, wenn es sich um Personen handelt wie kleine Kinder, geistig behinderte Kinder. Und in einer Live-Reaction traute er sich sogar an Corleone ran, nachdem dieser von seiner Frau und seinem Kind verlassen wurde und eine ganze Flasche Jägermeister-Intus hatte. Das Ganze beginnt er sogar mit dieser Aussage. Ja, wir gucken jetzt dieses Video hier. Corleone, eigentlich ein korrekter Typ. Ich habe schon ein bisschen mit ihm gelabert, aber auf YouTube ist er irgendwie richtig komisch drauf so. Und er hat einen Stream gemacht, da war er halt besoffen, ne? Ich weiß nicht, irgendwie ist wohl seine Frau mit dem Kind abgehauen oder sowas. Also dafür auch so mein Beileid, ne? Ist für ihn ja auch scheiße, wenn sein Kind dann so plötzlich einfach weg ist. Ob er, ja, wie er jetzt zu seiner Frau steht, weiß ich nicht. Aber bei dem Kind ist das schon hart, könnte ich mir vorstellen. Dass der sich wohl irgendwie den Stream gestartet hat, sich eine Jägermeister gegönnt hat und dann ist er halt abgegangen. Okay, fassen wir zusammen. Der Typ ist eigentlich ganz nett, befindet sich am Tiefpunkt seines Lebens, sucht sich dann Trost in seinen Internetfans und im Alkohol
Und nach einer ganzen Flasche Schnaps und diesem harten Schicksalsschlag sagt oder macht er dann manchmal ein bisschen komische Dinge in seinem Stream. Jetzt lachen wir alle mal gemeinsam über ihn. Aber wenn ein fetter Perversling, der jeden Scheiße behandelt, gerne mal Sex mit Tieren oder Kindern hätte und Nacktfotos erpressen möchte, von einer der Frauen verarscht wird, wow, das geht wirklich zu weit. Ach warte, den kennen und verachten inzwischen einige Leute? Ich glaube, dann fahre ich da doch mal hin. Gegen seinen ehemaligen Freund Ernstling machte Kuchen auch ein Geraped-Video, weil dieser so ein böser Backstabber ist und einfach ein Video darüber macht, dass Kuchen sagte, hey, die NPD ist gar nicht so schlecht, dazu werden wir übrigens auch noch kommen, statt das mit ihm privat zu klären, während Kuchen einfach jeden Beef öffentlich austrägt. Kuchen selbst hat doch auch bei Leuten wie Janosch und Sia zum Beispiel direkt ein Video gemacht und nicht alles privat geklärt und teilweise sogar private Telefonnummern veröffentlicht. Lösch dich, Kuchen. Falls euch die ganzen Namen eben nicht so viel gesagt haben, zusammenfassend kann man sagen, dass KuchenTV seine Pausenhofstreitigkeiten gern darin austrägt, indem er irgendwelche Videos macht, indem er seine ehemaligen Freunde, die ihn hintergangen haben oder mit dem er nichts mehr zu tun hat, in die Pfanne haut und sagt, was sie alles Falsches getan haben oder whatever. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wen so ein Scheiß interessiert. Krass kräftiger Giraffenbulle. Ein weiteres Format sind die Facebook, Instagram, Gute Frage, Google Play Store und so weiter Fails, wo sich Kuchen darüber lustig macht, dass dumme Leute im Internet nicht richtig schreiben können. Kann man an sich mal machen, ist aber dann schon ein bisschen peinlich, wenn man selbst nicht so gut schreiben kann. Wie auch bei den Geraped-Videos sucht Kuchen sich hier auch sehr gerne Ziele, die es einfach nicht besser können, wie zum Beispiel das hier. Der Dönermann, der schreibt Zwiebel ohne IE. Ja, lustig. Der dumme Türke, der Deutsch als Fremdsprache lernen musste, kann Zwiebel nicht richtig schreiben. Solche Fehler würden dir niemals passieren, oder? Und damit willkommen bei den Twitter-, YouTube- und WhatsApp-Fails. Hier sammelt Kuchen zum Beispiel im Stream Geld für eine Autoreparatur. Das Video ist wieder online, Freunde. Online ist groß geschrieben. Komma fehlt da auch. Ich hatte das Eik mit Janosch geklärt gehabt. Geklärt gehabt. Und wir haben, in Anführungszeichen, Frieden geschlossen. Frieden schreibt man eigentlich groß. Dazu gibt es auch eine Aufnahme aus dem Stream. Da ist kein Fehler drin, oder? Oh. Wer hat er das denn hinbekommen? Einfach mal Janosch Kuchen TV Stream suchen. Er tweeft jetzt immer noch rum. Daher sehe ich es nicht ein, unseren anschließend privat großgeschrieben, wie man das normalerweise macht, ausgehandelten Kompromiss einzuhalten und das Video weiterhin auf privat weiterhin richtig geschrieben, also groß, zu lassen. Großartig. Nächste Woche wird mal wieder in einem packenden Geraped-Video einige Lügen entlarvt. Wie kann man den mit 1,5 Millionen Klicks nur 70 Euro verdienen, Digga? Das geht gar nicht. Haha, das wäre normal. 1500, beziehungsweise heutzutage locker mal 700. Diesen schönen WhatsApp-Fail seiner Freundin postet er übrigens selber auf Twitter. So geht man mit seinem Freund um. Man droht im bei einem Jungen zu pennen. @GinaMaria, feierbar as fuck. Gina Hasiherzchen schreibt, du wolltest nicht mehr trinken. Wow. Toll, finde ich gut, dass du mir sowas zutraust. Dann fixst du dich. Weißt du was? Felix will was von mir. Wusste ich's doch. Und wenn du nicht endlich heimgehst, penne ich bei ihm. Alles klar, fix dich ins Knie. Ciao, sowas gebe ich mir nicht. Alles klar. Das war einer zu viel. Hier noch ein schöner Instagram-Fail. Kuchen alleine im Bett. Alleine im Bett. Wer kommt zu mir? Vielleicht Gina oder Felix, wer weiß. Hier ist auch noch ein schöner Titel, den er garantiert Korrektur gelesen hat. Die behindersten Twitch-Nachrichten an meine Freundin. Also eine Freundin von meiner Mutter arbeitet am Kiosk und ist privst versichert. Deswegen bin ich davon ausgegangen, mir wurde gedacht, wenn ich selbst es ist kein R, das ist irgendwas anderes, selbst selbstständig bin, muss ich mich privat versichern, Komma. Mache mehr Fotos bei der Flash-Party als sonst wo. Krass, haha, doch keine Kinder-Community. Die machen echt mega geile Shishas, no joke. Obwohl ich nicht so der Shisha-Typ bin.
wissen wir ja, Kuchen findet Rauchen richtig scheiße. Jeder, der das macht, ist richtig dämlich. Aber Shisha schon, das kann man schon mal machen. Das ist nicht so schlimm. Ist ja auch nicht gefiltert, also viel gesünder. Okay, mache safe ein Video über den Web-Videopreis. So viele lächerliche Nominierungen. Den Preis kann man null ernst nehmen. Aber die Aftershow ist gut. Auch toll sind Leute, die sich auf Twitter darüber ausholen, dass sie ihre Sachen kaputt machen und die Sachen schuld sind. Also, das ist wirklich unglaublich. Guckt euch diesen fucking Drucker an. Was hat er denn damit angestellt? So ein Kackdrucker. Ich bin da drauf gesprungen und der ist einfach kaputt gegangen, oder? RIP-Objektiv. Noch nie so eine schlechte Kamera gesehen. Was hast du denn damit angestellt? Hast du das auf den Tisch geschlagen, oder was? Natürlich geht das kaputt. Ich bin's, der Karaffenjunge. Neben seinen krassen Rape-Videos und seinen Halbwissen-Talks hat Kuchen aber auch eine sehr humorvolle Seite. In nunmehr 25 Folgen präsentiert er uns die besten Witze, die er bei 9gag auf dem Pausenhof von seinen Twitter-Followern von Ludger Winter oder sonst wo gehört hat. Irgendwann haben die Kühlschränke die Schnauze voll und starten eine Gegenrevolution. Sie reißen dann mitten in der Nacht die Tür auf, starren dich blöd an und gehen dann wieder. Ich habe gehört, sie können hell sehen. Also im Moment sehe ich nur schwarz. Höhö, lol, der eine hat ja Nutella im Gesicht. Der ist schwarz. Wenn Allah wirklich so groß ist, warum ist er dann kein Basketballspieler? Manchmal erzählt er sie nicht einmal richtig. Was haben Schwarze und eine Tiefkühlpizza gemeinsam? Wenn sie schwarz sind, hast du nichts zu essen. Frauen sind wie Parkplätze, besetzt oder behindert. Oder man zahlt eine Stunde. Ich war heute asiatisch essen. Der Zettel im Glückskeks meinte, jeder Ausgang kann auch ein Eingang sein. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Freundin hat Nein gesagt. Das ist wirklich so absolut billig zu machen. Hier, können wir auch. Hey, wie nennt man einen schlaksigen, vorlauten, minderbemittelten Blondschopf? Kuchen-TV. Der vielleicht 50 Kilo wiegt, nicht mal sowas ähnliches hat wie Eier, dafür einen emporragenden Giraffenhals. Kuchen-TV. Und außerdem der letzte feige Spasti ist, der privat immer diese riesigen gelben... Mann, Kuchen-TV. Ja, das bin ich. Was ist der Unterschied zwischen einem Juden und Kuchen-TV? Der Jude wurde nicht wegen Volksverhetzung angezeigt. Ich glaube, ich weiß schon, wie Kuchen sich fühlen wird, wenn er das Video hier sehen wird. Wie denn? Ja, der wird so einen Hals kriegen. Wisst ihr, Kuchen-TVs Hals ist so lang, da könnte ich selbst mit meinem Schwanz problemlos bis zum Anschlag rein deepthroaten. Also mir ist ja schon klar, dass diese Witze teilweise bewusst scheiße sein sollen, aber die sind halt nicht so scheiße, dass sie auf eine ironische Art und Weise wieder lustig sind, sondern die sind halt einfach nur so scheiße, dass die einfach richtig scheiße sind. Und es ist halt einfach mordsmäßig peinlich, seien wir uns ehrlich. Also ich kann mir das nicht angucken, ohne echt einen mega harten Cringe-Kick zu erleiden. Wie wär's denn, wenn du dich stattdessen einfach löschen würdest? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Während Kuchen einerseits damit angibt, wie intelligent und gebildet er ist, pflegt er andererseits einen Duktus, den ich eher von nicht so gebildeten und nicht so intelligenten Menschen kenne. Scheint auf YouTube eher eine Art Vorteil zu sein, fällt mir dann aber umso schwerer, ihn ernst zu nehmen. Hier ein paar Beispiele. Digga, also wenn mir mein PC leckt, gerade des Todes. Ich glaube, OBS fickt gerade mein Leben. Lol, er bespricht jedes Mal jede dumme Scheiße und gerade das ist jetzt Kindergartenbeef oder was? Oh Mann, bist du ein Bastard, ey. Junge, ich finde das halt mega lustig. Oh Junge, was ist das eigentlich für ein dummer Hurensohn, Alter? Junge, das zeigt doch schon wirklich seine minderwertige Intelligenz von diesem dummen Bastard, Alter. Ohne Spaß. Digga, Junge, feier ich. Warum steht er eigentlich KP? Heißt das kein Penis oder was? Also, keine Ahnung. Was soll überhaupt das BA bedeuten? Behinderter Affe? Also die Behindertenaffenecke auf Deutsch. Kuchen-TV? Ich würde eher sagen Schwulen-TV. Kuchengeschmack? Ich würde eher sagen Hurengeschmack. Oh! Oh, fuck. Tanzverbot hat ihn, by the way, übelst gefickt, nervt rum und feiert sich übelst. Wie kann man nur so ein homophober Bastard sein? Also es kann halt nicht jeder hochbegabt sein. Bei mir sterben wirklich Gehirnzellen ab, wenn ich mir diesen geistigen Dünnschiss geben muss. Und ich fühle mich bedroht, dass wir planen, alle anderen einfach noch dümmer zu machen als sie selber. Aufgeht, weil ich irgendwann keine mehr habe. Wobei mehr als zwei sollten da schon übrig bleiben.
Aber irgendwo muss dann auch mal Schluss sein. Lügenpresse, halt die Fresse. Im Feuilleton, das Wort habe ich noch nie gehört. Außerdem bin ich hochbegabt. Ebenfalls auffällig ist die übermäßige Verwendung von Superlativen. Weil ich so das Gefühl habe, dass die neue Generation in Deutschland, die gerade so zwischen 8 und 12 ist, einfach die dümmsten Menschen auf dem gesamten Planeten sind. Oder der Typ ist einfach der größte Bibi-Fanboy, den es gibt. Sia, du und deine Fans sind echt die dümmsten Menschen der Welt. Dass KS-Freak dümmer ist als alles andere. Ich finde diesen Vorschlag das Dümmste, was man machen kann. Und Grammatik ist auch nicht so seine Stärke. Sind viele Leute kritisch gegenüber die Währung eingestellt. Obwohl ich 10 Level über sie war. Man muss natürlich sagen, dass der Staat ein gewisses Haushalt hat, fordert, dass wir Bürgerabstimmungen wie in den Schweiz bekommen. Und das nennst du dann also Kanalzerstörung? Dass ein 50 Kilo schwerer, blondschöpfiger Lulatsch mit einem fucking Giraffenhals sich Videos von irgendwelchen Kindern anguckt und dazu dann nichts Geistreicheres formulieren kann als: Oh mein Gott, das ist ja so blöd! Alter, lösch dich doch einfach. Oder um es mit deinen eigenen Worten auszudrücken: Du bist der lächerlichste Kanalzerstörer, der existiert. Kuchenkind ein Leben lang. Das erste Mal, dass ich mit KuchenTV konfrontiert wurde, war, als ich sein Video zum Thema Drachenlord gesehen habe, beziehungsweise sein erstes Video zum Thema Drachenlord, denn in seinem zweiten hat er dann doch scheinbar eine etwas andere Meinung zu der Geschichte. Aber fangen wir erstmal beim Anfang an. In seinem ersten Video hat er zum Beispiel das hier gesagt. Vor allem kann ich mir richtig gut vorstellen, dass die meisten Leute, die es bei dem so richtig übertreiben, selber komplette Missgestalten sind, die nichts in ihrem Leben geschissen bekommen, noch nie mit einem Mädchen geredet haben und so versuchen, ihr Minderwertigkeitsgefühl zu steigern. Das Internet ist ja so schön anonym und genau das Richtige dafür, denn im echten Leben würdet ihr wahrscheinlich durchgehend auf die Fresse bekommen. Direkt nach dieser Aussage zum Thema "Was sind Drachenhater?" geht er dann auf Erdbärchen, Malte und mich ein. Zu uns hat er Folgendes zu sagen. Den Vogel abgeschossen hat die Aktion von Dorian den Übermenschen. Oh, der nennt sich wirklich so, Alter, what the fuck. Und Erdbärchen. Ach ja, und noch so einer dritten, total irrelevanten Person, dessen Namen ich nicht kenne. So, die Hater sind also richtige Versager, die noch nie mit einem Mädchen geredet haben. Den Vogel abgeschossen hat übrigens Dorian, hier auf dem Bild zu sehen, neben Erdbärchen, einem Mädchen. Hörst du dir eigentlich selber zu, wenn du redest? Vor allem da die drei selber wie komplette Vollidioten aussehen, alleine die Haare. Alter, das sind eigentlich die Letzten, die sich über den Drachenlord lustig machen sollten. Vor allem sieht diese Erdbärchen selber aus wie ein Mülleimer, die sollte mal lieber ganz still sein. Tim, diese Dose zu öffnen, ist für dich wirklich eine ganz, ganz unüberlegte Idee. Gerade du solltest es nicht unbedingt zu einer Voraussetzung machen, gutes Aussehen zu haben, um sich über andere Leute lustig machen zu können. Nochmal zur Erinnerung, so sieht er aus. Mal ganz im Ernst, was bist du denn bitte? Du bist das männliche Äquivalent zu einer Basic Bitch. Wenn du was zu essen wärst, dann wärst du Weißbrot mit Butter. Wenn du ein Getränk wärst, dann wärst du Mineralwasser ohne Kohlensäure. Wenn du ein Kleidungsstück wärst, dann wärst du so ein weißes T-Shirt, das mindestens eine Nummer zu groß ist. Wenn du ein Gegner in einem Rollenspiel wärst, dann wärst du so ein Skelett aus dem ersten Level, das irgendwo aus einem Fass rausspringt, nach zwei Schlägen tot ist und dann, wenn überhaupt, drei Goldstücke und einen Dolch in rissigem Zustand droppt. Und wenn du oder irgendjemand anders sich darüber beschweren sollte, dass ich hier die ganze Zeit nur über deinen Giraffenhals, über dein Gewicht und deine Lauchstatur herziehe, dann seid euch bewusst, dass er hier wirklich nur seine eigene Medizin zu schmecken bekommt. Das ist ja nicht mal das erste Mal, dass er so eine Aussage getätigt hat. Er hat zum Beispiel auch schon mal das hier gedroppt. Wieso nimmt sich einer, der so aussieht und solche Titel macht, sich raus, irgendjemanden im Internet zu beleidigen? Guck dich mal an, wie du aussiehst. Das scheint für dich ja wirklich ein mordsmäßiger Front zu sein. Sind wir auf dem fucking Pausenhof oder was? Das kommt ironischerweise auch noch von einem Typen, der quasi nichts anderes macht, als andere Leute zu beleidigen, aus einem Video, wo er jemand anderen beleidigt und der selber so aussieht. Auf der anderen Seite finde ich, dass solche Aktionen einfach zu weit gehen. Das geht einfach zu weit. Ja, ob der gute KuchenTV wirklich so eine moralische Deutungshoheit hat, wenn es um solche Themen geht, das werden wir dann spätestens im Nachfolgenden noch erfahren. Ohne Spaß, von den Typen sind sogar die EC-Karte und der Personalausweis geleakt worden. Junge, was ist verkehrt mit euch? Aber dass man so weit geht, wirklich alles von dem zu leaken, was geht, finde selbst ich zu viel. So. Leaken von privaten Daten ist also scheiße, sagt KuchenTV? Behalten wir das mal im Hinterkopf, dazu kommt nachher auch noch was. Besonders witzig war dann, was wenige Wochen nach diesem Video zum Thema Drachenlord passiert ist. Wir erinnern uns, diesen Drachenlord privat belästigen, das geht wirklich zu weit. Hater sind einfach nur Missgestalten, die noch nie in ihrem Leben Mädchen gesehen haben mit Minderwertigkeitskomplexen, die privat immer nur auf die Fresse bekommen. Was macht Kuchen also kurze Zeit, nachdem er diese Aussage getätigt hat?
Ja, genau, er fährt selber mit seiner scheiß Kanalzerstörer-Crew zum Drachenlord nach Hause. Jo Leute, herzlich willkommen hier im wunderschönen Emskirchen am Altschauerberg. Und ja, wir gucken mal, was hier so gibt. Sexpartner von Drachenlord, das ist ja niedlich. Da haben sie erstmal ein bisschen vor seinem Haus rumgebrüllt. Dann sind sie mit dem Auto durch Emskirchen gefahren und haben ihn dann tatsächlich noch entdeckt, wie er da einen Spaziergang gemacht hat. Ja, was ist denn los mit dir? Haben ein bisschen die Scheibe runtergekurbelt, haben dann weitergerufen, ey Drachenlord, ja komm mal her, ja, wir sind Kuchen-TV, bla 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 und so ein Scheiß und so weiter und so fort. Das ist Kuchen-TV, ich bin Wohlstandsmüll. Sie haben sich halt nicht mal getraut, aus dem Auto auszusteigen. Sie sind da halt wie die feigen Schweine im Auto an ihm vorbeigefahren. Als er auf sie zugekommen ist, hat der heldenhafte Kanalzerstörer Kuchen-TV auch erstmal schön die Scheibe hochgekurbelt, damit er auch ja keinen Kontakt mit Rainer haben muss, dass er nichts zu befürchten hat, dass er ihn schön aus der Sicherheit seines Autos ein bisschen beleidigen kann. Später haben sie ihm dann aus sicherer Entfernung noch ein paar Beleidigungen an den Kopf geworfen und als er dann auf sie zugeflitzt ist, sind sie natürlich in ihrem Auto schnell davongefahren. Das fand im sogenannten Drachengame jeder wirklich richtig nochmal peinlich, alle haben sich über ihn lustig gemacht und er hat das Video dann auch runtergenommen, oder? Ja, das war sowieso bei Wohlstandsmüll hochgeladen. Ja, ist dann auf jeden Fall verschwunden, weil fanden die Leute nicht so witzig, fanden sie ziemlich peinlich. Also Rainer mag zwar keiner, aber die Aktion war halt einfach nur so fucking peinlich, dass du dich nicht mal traust, aus deinem scheiß Auto auszusteigen. Meine Güte. Werf doch, traust dich eh nicht. Komm, mach. Los. Und was war dann das Ergebnis davon, dass er seinen hunderttausenden Fans dieses furchtbar witzige Video präsentiert hat? Wer sich ein bisschen mit dem Drachengame auskennt, der weiß, was das für Leute sind, die ihn da größtenteils zu Hause belästigen und ihn besuchen kommen. Denn nach KuchenTVs Video gab es eine unglaubliche Explosion an irgendwelchen minderjährigen Milchbubis, die zu Drachenlord nach Hause fahren, irgendwelche lustigen Aktionen machen, ihn mit Eier bewerfen oder so ein Scheiß. Oder manche sind, glaube ich, auch mit ihren Eltern dahin gefahren, weil sie halt selbst noch keinen Führerschein haben. Deshalb hat sich auch relativ schnell der Begriff Kuchenkind etabliert, um die schmächtigen Milchbubis zu bezeichnen, die KuchenTV ins Game gespült hat, in die jetzt jeden Tag vor der Schanze stehen und rumbrüllen. Gut gespielt, KuchenTV. Ach ja, hier nebenbei an die ganzen Gutmenschen, die ihn jetzt in Schutz nehmen. Was seid ihr eigentlich für Menschen? Ihr macht eine Person durchgehend fertig, dann passiert eine Aktion und ihr seid einer komplett anderen Meinung. Wie armselig. Also genauso wie du? Hey, warum ärgert ihr diesen armen Mann? Irgendwann später. Hey yo, Freunde, was geht ab? Ich bin hier beim Drachenlord. Hier ist übrigens ein Schaf, das hat er bestimmt vorher gefickt und wir fahren gleich mit dem Auto zu ihm und ärgern ihn ein bisschen. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass du Malte und mir letzten Sommer mal über den Weg gelaufen bist. Situation war folgende. Malte und ich haben an der Bushaltestelle gesessen, so ungefähr 2 Stationen von KuchenTVs zu Hause entfernt. Und da kam uns dann so eine schlaksige Lauchgestalt halt so in der Größe von KuchenTV entgegen und halt so 2 andere Bubis in seinem Schlepptau und ich dachte mir gleich, das könnte vielleicht der Tim sein, weil der ist ja auch ziemlich groß, ziemlich schlaksig, ziemlich blond und hat sonst nicht viele Eigenschaften. Aber ich bin halt auch nicht zu dem hingegangen, hab gesagt, hey, bist du KuchenTV, weil wie peinlich ist das denn? Dann denkt er hinterher noch, ich bin ein Fan von dem oder so. Was mich dann aber in der Annahme bestätigt hat, dass das so zu 90% du warst, war, dass diese Leute erstmal so 50 bis 100 Meter weitergegangen sind. Und dann hat so dieser 1,90 schlaksige Typ sich umgedreht, auf uns gezeigt und seinen komischen Stooges, die er dabei hatte, irgendwas ins Ohr geflüstert. Wahrscheinlich irgendwelche lustigen, geraped Kommentare von wegen, ha, guck mal an, was die da für lange Haare haben. Halt so erstmal in sichere Entfernung laufen und dann auf die Leute zeigen, die du scheinbar ganz offensichtlich als solche erkannt hast. Wir hätten uns gerne mal mit dir unterhalten. Gibt einige Sachen, über die wir gerne mit dir geredet hätten. Hättest ruhig zu uns hinkommen können, Kuchen. Vielleicht sehen wir uns ja diesen Sommer nochmal. Geiles Wortspiel, Bruder. Ich habe früher zum Beispiel mal selber auch Sachen geleakt, deswegen finde ich auch gerade mich selber komisch. Ich habe zum Beispiel mal bei den Lochis den Wohnort gesagt, wo die wohnen, also nur den Ort, nicht jetzt die genaue Adresse. Wobei man da schon sagen muss, würde ich heute auch nicht mehr machen, weil ich finde generell Daten leaken in einem Beef oder sowas würde ich jetzt selber als etwas größerer YouTuber einfach nicht mehr machen. So, das macht man einfach nicht. Oh, würdest du nicht mehr machen?
Aber nicht mal einen Monat später lädst du auf deinem Hauptkanal ein Video hoch, genauer gesagt das Geraped-Video gegen Janosch, wo dein ehemaliger Scherge Zabix die Metzgerei von Janoschs Vater erwähnt, wo er hingehen möchte, um mal mit Janosch darüber zu reden, was der so im Internet tut, und blendet dann noch so eine Yelp-Seite ein von dieser Metzgerei. Und es ist zwar ein bisschen verschwommen gemacht worden, aber man konnte immer noch den Namen sehen und darüber auf diese Seite kommen. Du hast das nicht irgendwie noch stärker verpixelten Balken drüber gelegt. Man kann das auch nachträglich noch rausschneiden bei YouTube. Hast du alles nicht gemacht. Das ist alles noch online seit über einem Jahr. Aber ich komme übrigens demnächst mal in der Fleischerei von deinem Vater vorbei, um mir ein bisschen Hack abzuholen. Dann kann ich auch gleich mal mit deinem Papi über deinen Drogenkonsum oder die Dealeraktivitäten von deinem Bruder sprechen. Und wenn man besagten Namen googelt von Janoschs vermeintlichem Vater, kommt man ganz einfach auf die gezeigte Seite. Da steht dann auch eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Und das haben auch einige eurer Fans gemacht. Und dieser Mann hat halt Morddrohungen bekommen teilweise und Beleidigungen, und es war halt nicht mal Janoschs Vater, sondern sein Opa. Der Mann ist 90 Jahre und darf sich von irgendwelchen 14-jährigen Kuchen-TV-Fans Morddrohungen anhören und weiß überhaupt nicht, worum es geht. Der Mann weiß nicht mal, was das Internet ist, und muss sich von irgendwelchen Halbstarken beleidigen und bedrohen lassen. Cool, den Kanal zerstört. Geil. Janosch hat Kuchen daraufhin angesprochen, dass sein Opa angerufen wurde, der eigentlich überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat, und gesagt, hey, wir beide haben ein Problem miteinander, aber was soll das, dass mein Opa sich von deinen Fans beleidigen lassen muss? Kuchen hat das Video dann kurz privat geschaltet, und weil ein Freund von Janosch weiter gegen Kuchen gestichelt hat, hat der trotzige Kuchen gesagt, hör, dann nehme ich das Video jetzt aber doch wieder online. Und man kann das nachträglich bei YouTube bearbeiten, das ist nicht aufwendig. Du kannst es nochmal zensieren, du kannst die Stelle rausschneiden, hast du alles nicht gemacht. Ist ja egal, wenn der Mann angerufen wird. Gut gespielt. Reife Leistung. Aber dann große Töne spucken von wegen, oh, Janosch ist ja so eine Pussy, dass der mich angezeigt hat. Deine komische Freundin Gina hat deinen ehemaligen Kumpel Zabex angezeigt wegen einer Beleidigung. Das weiß man natürlich, weil ihr sowas alles öffentlich austragt. Ich weiß natürlich nicht 100%, was genau im Detail vorgefallen ist und welche Seite jetzt genau stimmt und wer zuerst beleidigt hat, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie einfach diesen Typen wegen Beleidigung anzeigt, den großen Kanalzerstörer. Du machst das auch die ganze Zeit und du veröffentlichst private Daten der Familie von Leuten. Und denen passt das nicht so ganz, aber wenn deine Freundin Zabex anzeigt wegen Beleidigung, wow, da stehst du hinter, weil das geht nicht. Wow, Zabex beleidigt Gina, das geht zu weit. Mitte 2016 passierte was Ähnliches nochmal. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr, weil Kuchen das Video aufgrund einer Anzeige privat schalten musste. Da hat er nämlich die Adresse von Katja Krassewitsch genannt. Katja Krassewitsch kann man zu Recht scheiße finden und kritisieren für das, was sie auf YouTube tut. Aber eine ganze Minute lang damit zu verbringen, irgendwelche Google Maps Screenshots zu zeigen und irgendwelche Screenshots aus ihrem Video, um rauszufinden, wo sie wohnen könnte, und dann durch über Umwege erfahrene Infos auf ihren Nachnamen zu sagen, ich verrate euch nicht genau den Nachnamen, aber ich gebe euch mal ein paar Tipps, in welche Richtung der reale Nachname gehen könnte. Ja, gut gespielt, lösch dich. Das ist natürlich unklug von Katja, in einem Video aus ihrem Fenster zu filmen oder direkt vor ihrer Haustür was aufzunehmen, aber danach dann zu sagen, oh, Katja wohnt in folgender Straße und ich gebe euch mal einen Tipp, was ihr Nachname sein könnt, falls ihr da mal hinfahren wollt, das vor ein paar hunderttausend Zuschauern zu machen, also das ist wirklich eine ganz andere Hausnummer. Sie hat Kuchen zwar ebenfalls dafür angezeigt und im Gegensatz zum Video über Janosch hat er die Stelle mit ihrer Adresse rausgeschnitten und das Bearbeitete erneut hochgeladen, allerdings findet man immer noch ungeschnittene Re-Uploads davon. Ein typischer Kuchenkonter wäre jetzt sowas wie, ja, da kann ich ja nichts dafür, ich habe das Video ja bearbeitet, wenn das wer anders runtergeladen hat und neu wieder hochlädt, nicht meine Schuld, da kann ich ja auch nichts für, aber doch, das kannst du. Bei deiner Größe von 500.000 Abonnenten, da musst du dir einfach dessen bewusst sein, dass es Leute gibt, die sich das runterladen und die das vielleicht auch wieder hochladen werden. Und da hilft es dann auch nicht zu sagen, ja, ich hab's ja rausgenommen, die Adressen sind dann trotzdem öffentlich, weil du die mit deiner tollen Detektivarbeit rausgefunden hast und sie herausposaunt hast. Und du musst dir auch bewusst sein, dass wenn du von 500.000 Leute die Adresse von unbeliebten Personen wie Katja nennst, dass da Leute hinfahren und da irgendeine Scheiße machen. Die Adressen von Susi Grime und André Teilzeit sind uns auch bekannt, aber denk mal drüber nach, wieso wir die in unseren Videos nicht veröffentlicht haben. Weil das einfach nur die niveauloseste Scheiße überhaupt ist.
Und was sagt das denn bitte über deine Qualität als Kanalzerstörer aus, wenn eine argumentative Auseinandersetzung mit dem Content einer Person nicht ausreicht und du stattdessen irgendwelche Privatadressen veröffentlichen und deine Hurensohn-Community aufhetzen musst, diese Leute im Privatleben zu belästigen? Lösch dich doch einfach. Aber scheint bei euch ja nichts Ungewöhnliches zu sein. Deine liebe Freundin Gina tweetet ja auch gerne sowas wie: Hey, dieser Typ hier, der hat mich beleidigt. Geht mal alle dahin und beleidigt den bitte. Geil, die eigenen Fans auffordern, zu irgendwelchen Leuten zu gehen, die sie beleidigt haben, um da Stunk zu machen. Aber wenn deine Feinde das machen, dann findest du das natürlich total scheiße. Zia hat in seinem Video nämlich gesagt, er hat seine Zuschauer angestachelt, dies zu tun. Das ist natürlich absolut erwachsen von dir. Im Video über die Störung der KS-Freak-Show und dessen Reaktion darauf sagt der Ehrenmann Kuchen sowas wie: Körperliche Gewalt ist wirklich das Allerletzte. Das ist ja total scheiße, aber andere Leute zum Abschuss freigeben, indem man deren Adressen herausposaunt und sagt: Hey Leute, wenn ihr da mal hinfahren wollt, hier ist übrigens ein Tipp auf deren Nachnamen. Da musst du dir doch auch dessen bewusst sein, dass da vielleicht Leute hinfahren und denen körperliche Gewalt antun. Sag mal, bist du ein bisschen bescheuert oder sowas? Es wundert mich wirklich überhaupt nicht, dass gerade du Leaken okay findest, aber körperliche Gewalt wirklich überhaupt nicht gut findest. Ist ja nicht so, dass du einer körperlichen Auseinandersetzung eigentlich in 100% aller Falle den Kürzeren ziehen würdest, du schlachsige Lauchgestalt. Aber im Internet Adressen rausposaunen und dann die Drecksarbeit von deiner Community erledigen lassen, du tapferer Kanalzerstörer. Und nur so als kleinen Tipp, falls du dir zum zigwievielsten Mal das doch anders überlegst und nicht mehr sagst: Wow, das ist jetzt schon ein bisschen her, jetzt mache ich sowas wirklich nicht mehr. Also das letzte Mal, wo ich gesagt habe, dass ich das wirklich nicht mehr mache und wo ich es dann doch wieder gemacht habe, das war was anderes. Und falls du jetzt weiterhin irgendwelche privaten Daten rauskramst und die veröffentlichst, das kann ganz schnell nach hinten zurückfeuern und du hast schon so viele Daten von dir im Internet preisgegeben, das wäre wirklich nicht schwierig, deine Adresse zu bekommen. Wir sind zwar nicht solche Arschlöcher, die sowas machen, aber also das geht ganz schnell und dann verpasse ich den Stone Cold Stunner. Das Ding ist, dadurch, dass die Wohnung, die sie in dem Video gezeigt hat, schon relativ gut aussah, bin ich einfach davon ausgegangen, dass das gar nicht ihre richtige Wohnung ist, sondern ebenfalls fake. Und deswegen habe ich das auch gezeigt, sonst hätte ich natürlich nie irgendwas zu ihrer Wohnadresse gesagt. Wenn du dachtest, sie würde da gar nicht wohnen, wieso hast du dann die Adresse veröffentlicht, samt einem Hinweis auf ihren Nachnamen und die Aufforderung, sie zu besuchen? Vor allen Dingen sagst du in deinem Video einfach, dass es ein Larry-Move war, dass ich deine Wohnadresse bekannt gebe, was ich gar nicht gemacht habe, weil ich lediglich eine Kreuzung gezeigt habe, die halt genauso aussieht wie die Kreuzung, die du in deinem Video gezeigt hast. Ich habe da nie irgendeine Wohnadresse oder sowas genannt. Außerdem habe ich den Wohnort ja gar nicht veröffentlicht. Ich habe nur geguckt, wo diese Kreuzung ist und die Adresse rausgefunden, von wo aus diese Kreuzung fotografiert wurde. Das ist ganz was anderes. Kannst du nicht ein verficktes Mal zu deinem eigenen Handeln stehen? Du bist so eine lächerliche Witzfigur. Du verhältst dich permanent wie der schamloseste Ficker und willst der coole große Kanalzerstörer sein. Aber wenn es dann mal völlig berechtigte Konsequenzen gibt, dann saugst du dir die fantastischsten und lächerlichsten Rechtfertigungen aus den Fingern, die dir ohnehin keinen Schwanz glaubt, außer deinen 13-jährigen Fans. Wie wär's, wenn ich dich mal zu Hause besuchen würde, um dich tüchtig mit dem Messingschlagring durchzuwalten und dir danach sagen würde: Ach, Kuchen, das bist ja du. Ich dachte, das wäre einfach nur einer, der genauso aussieht wie du und den gleichen Namen trägt wie du und zufällig auch noch in der gleichen Wohnung lebt wie du. Aber dass das wirklich du bist, das konnte ich ja nicht ahnen. Tja, Kuchen, das ist dumm gelaufen. Aber du hast da jetzt sicher Verständnis für, oder? Wir sind cool miteinander, was? Dabei haben wir aus Versehen die Nummer von Sia im Twitch-Chat gepostet. Und das war wirklich nicht absichtlich, Mann. Ich und Lukas, der sie gepostet hat, zeigen euch mal, wie es wirklich passiert ist. Hey, Busch, du hast mir gerade die Sia-Nummer gepostet. Schickst du mir die bitte, Lukas? Ja, warte mal, ich Ich muss, auf Toilette. Ja, dann lass mal auf Toilette gegangen. Nein, ich bin auf Enter gekommen. Ich gehe erstmal auf Toilette. Ja, das ist egal. Haha. Da haben wir aus Versehen die Nummer gepostet und noch einen lustigen Sketch dazu gemacht. Witzig, aber als der andere Typ das dann in Rage und so als Rache sozusagen auch getan hat, da sagt Kuchen dann: Wow, das ist wirklich nicht cool. Und als er sich entschuldigt hat,
Ja, da kann man sich jetzt auch nicht für entschuldigen, weil die Nummer, die geht ja jetzt rum. Das kann man ja nicht wieder gut machen. Er sagt auf jeden Fall, dass ich meine Fehler nicht einsehe, dass ich seine Nummer gepostet habe, während er, der das Gleiche getan hat, sich dafür entschuldigt und es ihm unglaublich leid tut. Okay, super, Sia, du postest eine private Nummer, löscht sie irgendwann wieder, stachelst andere noch an, sie weiterzuschicken. Es tut dir dann aber leid, heulst dich in dem Video aus und meinst dadurch also die erwachsenste Person im Internet zu sein? Das war übrigens noch bevor Kuchen Katjas Adresse und die Telefonnummer von Janosch zu Opa veröffentlichte. Aktuell sagt Kuchen sowas wie, Junge, die Sache mit Katja, das ist ja schon ein Jahr her und ich habe ja meinen Fehler auch eingesehen, das ist natürlich nicht, weil sie mich angezeigt hat. Damals zu der Sache mit der Telefonnummer sagte er Folgendes. Jetzt mal ernsthaft. Jeder, der den Stream geguckt hat und die Nummer im Chat gesehen hat, könnte sie gespeichert haben. Ob du sie nun löscht oder nicht, ist irrelevant, weil es die Situation nicht besser macht. Jemand, der seine Taten nicht unter Kontrolle hat, wenn er mal schlecht gelaunt ist, sollte sich vielleicht von YouTube verpissen und eine Therapie beginnen. Das kann ich dir übrigens auch nur empfehlen. Lösch dich und geh in Therapie. Ich ziehe das Giraffenkostüm an. Die folgende Geschichte ist eigentlich so, zumindest meiner Meinung nach, die lächerlichste und peinlichste Sache, die ich auf KuchenTVs Kanal erblicken konnte. Und zwar geht's um den YouTuber KS-Freak, keine Ahnung wer das ist, aber der war auf den Videodays und hat da vor seinem Kinderpublikum irgendwie seinen Song performt, der heißt 1 Million. Und KuchenTV und sein Scherge Darkies World haben sich da an den Leuten vorbeigeschlängelt und haben die Bühne gestürmt. KuchenTV hat dem Typen dann sein Mikrofon aus der Hand gerissen und hat gesagt, hier, abonniert KuchenTV. Und dann hat er mit seinem Freund, die beide irgendwelche Kostümchen anhatten, Analsex auf der Bühne vorgespielt. Das war richtig witzig, da haben wir alle groß drüber gelacht. Sache war dann allerdings die, dass KS-Freak das nicht so witzig fand. Der hat halt gesagt, ja, du Hurensohn, in sein Mikrofon. Und ja, später haben sie ihn dann nochmal im Backstage-Bereich getroffen und Kuchen hat natürlich gedacht, dass er das wahnsinnig witzig fand, weil wie kann man da nicht drüber lachen? Aber aus irgendeinem Grund fand er das halt wirklich nicht so witzig und wollte sich mit KuchenTV darüber unterhalten und hat gesagt, hier, lass uns mal vor die Tür gehen, wir reden jetzt darüber. Und ja, der war, gelinde gesagt, ein bisschen aggressiv drauf. Und er wollte halt nicht, dass KuchenTV das Material, was er da aufgenommen hat, veröffentlicht. Und hat ihm deswegen dann seine Kamera weggenommen. War scheinbar nicht so schwierig. Wir wissen ja, wie KuchenTV aussieht. Aber das nur am Rande. Jedenfalls hatte er dann die Kamera von KuchenTV. Und ja, der KuchenTV fand das natürlich auch nicht geil. Er hat gesagt, gib mir meine Kamera wieder. Letztendlich haben sie sich dann darauf geeinigt, dass er die Kamera wieder zurückgibt, aber er hat halt seine Speicherkarte behalten, weil da halt Material drauf war, von dem er nicht wollte, dass es veröffentlicht wird. Und ja, ich sag's mal so, KuchenTV hätte ich da auch nicht unbedingt vertraut, wenn er sagt, ja, ich schwöre, ich veröffentliche das nicht. Auf jeden Fall ist er relativ aggressiv geworden und wollte KuchenTV wohl eine reinhauen, wurde aber zurückgehalten und KuchenTV hat dann mit seinem Freund ein fucking peinliches Video gemacht, wo sie da auf dem Boden rumhocken und ja, ihre tragische Geschichte erzählen, wie sie einfach nur einen witzigen Scherz gemacht haben und dieser miese Typ, dem sie da seine Show haben platzen lassen, ist einfach aggressiv geworden, so völlig grundlos, obwohl sie ja nur so einen witzigen Scherz gemacht haben. Meine Güte, es dauert irgendwie 10 Minuten und sie reden darüber, oh, der hätte uns fast geschlagen, der wollte uns hauen, dabei haben wir ihm doch gar nichts getan. Oh je. Aber das ist ja nicht alles. Sie wurden nicht nur fast geschlagen, Darkie wurde sogar geschubst. Und die haben Hurensohn gesagt, auf der Bühne, vor den Kindern. Aber das ist wirklich ein schlechtes Vorbild von KS-Freak, wenn der vor seinen Kinderfans Hurensohn sagt, weil, ne? Der ist ja ein gutes Vorbild. KuchenTV muss kein gutes Vorbild sein, wenn er den gleichen Kindern mit seinem komischen Freund da Analsex vorspielt, weil von ihm erwartet man das ja, dass er ein schlechtes Vorbild ist. Wenn man so einen Auftritt hat, wo da nur so 12-Jährige oder so zugucken, sollte man sich mit solchen Wörtern auf einer Live-Bühne eventuell ein wenig zurückhalten. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Hör auf, die Nuttensöhnen zu feiern und feier KuchenTV, okay. Alter Beule und Darkies World. Seid ihr alle noch Single?
Wie gesagt, wir sind YouTuber und hier gibt es extra so Räume mit so Betten und dann würden wir euch einfach mal mitnehmen, euch vier. Ey, bleib mal stehen, ey, willst du Drogen kaufen? Was? Drogen? Nein. Aber mit mir in Dreiers wäre schon in Ordnung, oder? Wenn man so einen Auftritt hat, wo da nur so 12-Jährige oder so zugucken, sollte man sich mit solchen Wörtern eventuell ein wenig zurückhalten. Na gut, wenn du die Ausdrucksweise eines YouTubers von dem jeweiligen Publikum abhängig machst, dann stellt sich natürlich die Frage, was du, lieber KuchenTV, für ein Publikum hast. Hier hätten wir beispielsweise ein Bild von seinem letzten Fantreffen, das er auf Twitter gepostet hat. Und wie man sehen kann, ist halt wirklich keiner der Anwesenden auch nur annähernd volljährig, bis auf den Mann mit den grauen Haaren, der ganz offensichtlich mit seiner kleinen Tochter zum KuchenTV-Fantreffen gegangen ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du aufgrund dieses minderjährigen Publikums jetzt in Zukunft darauf achten wirst, dass du in deinen Videos keine schlimmen Kraftausdrücke mehr verwendest, weil für dich gelten dann wahrscheinlich wieder doch ein bisschen andere Regeln als für die Leute, die du sonst kritisierst. Aber wie ist das denn, wenn jemand bei einem anderen Musiker, wie in diesem Fall Kollege, auf die Bühne rennt, da auch Unfug macht und dann nicht fast, sondern wirklich gehauen wird? Benimmt er sich einfach so unglaublich respektlos und behindert? Also da muss man sich dann auch eigentlich nicht wundern, wenn man mal einen Schlag in die Fresse bekommt. Das ist halt einfach so. Na, wenn das keine Doppelmoral ist, lösch dich doch einfach. Du verfickter Waschlappen! In deinem Video zur Drachen-Community echauffierst du dich über Leute, die im Internet die große Fresse haben, weil sie im Privatleben ständig nur auf die Fresse dafür bekämen, und dann ziehst du so eine Aktion ab und heulst wie ein fucking Schlosshund, weil du beinahe geschlagen wurdest. Mal ganz im Ernst, ich bin selbst der Letzte, der irgendwie zu Gewalt greifen würde. Aber wenn jemand meine fucking Buttons pusht und sich sonst was rausnimmt, dann muss der doch damit rechnen, dass der irgendwann von mir in seine Schranken gewiesen wird. Und du kannst dich glücklich schätzen, dass KS-Freak dir nicht bereits auf der Bühne tüchtig den Hosenboden stramm gezogen hat. Wozu, meinst du denn, sind normalerweise Securities auf Konzerten? Was meinst du, was Securities mit dir gemacht hätten, wenn du die Bühne gestürmt hättest, dem Sänger sein Mikrofon weggenommen hättest, selbst irgendwas reingerufen hättest und dann auch noch Sex auf der Bühne vorgespielt hättest? Hättest du dann auch ein Video darüber gemacht, dass die gemeine Security dich gewaltsam von der Bühne entfernt hat, obwohl du ja nur die Bühne gestürmt und dem Sänger sein Mikrofon weggenommen hast? Denkst du, nur weil da keine Securities sind, ist das okay und du kannst das machen? Es gab ja nicht mal irgendwelche Schilder, die uns gezeigt haben, wo wir sind. Wir sind ja einfach nur offene Türen lang gegangen. Gehst du auch in den Supermarkt und klaust da Sachen und wenn du erwischt wirst, sagst du, aber hier war doch gar kein Ladendetektiv. Ich bin hier einfach nur durch offene Türen gegangen und habe frei herumliegende Sachen mitgenommen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Du benimmst dich wie der schamloseste Hurensohn auf der verfickten Welt. Und wenn dir jemand völlig berechtigt auf die Fresse schlagen möchte, dann bist du der Erste, der sich in die Hose kackt und sagst, ach, das war doch nur Spaß, lass uns da doch wie Erwachsene drüber reden, du fucking Lauch. Und im Nachhinein erzählst du natürlich, dass du selbstverständlich nie das Videomaterial veröffentlicht hättest, wenn er dich nur darum gebeten hätte. Was war denn, als der Drachenlord euch darum bat, das Videomaterial nicht zu veröffentlichen? Sollte das Video hier online kommen, könnt ihr euch darauf verlassen, dass eine Anzeige okay kommt. Ich würde euch empfehlen, löscht es sofort. Natürlich taucht das auf. Es geht mir ja nicht mal darum, was du da gemacht hast. Du bist da halt auf die Bühne gerannt, hast ein bisschen ein Kasper-Theater gemacht, ja, meinetwegen. Aber dein Umgang damit ist einfach so grenzenlos armselig und peinlich. Allen Ernstes noch die Dreistigkeit zu besitzen, ein Video aufzunehmen, wo du dich selbst in die Opferrolle drängst und sagst, oh, der hätte mich beinahe geschlagen. Das ist einfach mit die peinlichste Scheiße, die ich je auf YouTube gesehen habe. Selbst wenn er dich geschlagen hätte, steh doch einfach mal zu deinem Kack und akzeptier die Konsequenzen. Aber steck doch nicht deinen Schwanz ins Bienennest und heul dann rum, wenn du gestochen wirst. Aber er hatte selbstverständlich einen hehren und investigativen Grund, wieso er da die Bühne gestürmt und Sex vorgespielt hat. Er wollte Missstände in YouTube Deutschland aufdecken. Missstände aufdecken also. Finde ich an sich ganz gut, aber wie deckt man denn am besten Missstände auf YouTube auf? Möglichkeit 1. Man findet einen relativ großen YouTuber, der die ganze Zeit Scheiße baut, irgendwelche Adressen veröffentlicht, Leute anpöbelt, Kinder fertig macht und dann fasst man mal ein paar von diesen Dingen zusammen und redet darüber. Oder Möglichkeit 2. Man rennt bei einem 0815-YouTuber auf die Bühne, spielt von zigtausend Kindern mit seinem komischen Freund Analsex vor und heult dann hinterher noch, der fand das gar nicht so gut, dass ich seinen Auftritt gestürmt habe.
ihr entscheidet. Wo er Darky da so angemacht hat, ist Krappi dann so zu mir gekommen, auch so richtig nah dran. Wo ich mir so denke, Digga, Krappi, du hast wirklich gar nichts in deinem Leben erreicht. Wirklich überhaupt nichts. Du hast einfach nur Glück, dass du Leute wie KS-Freak kennst, die dich von null auf was weiß ich wie viele Abos du hast hochgepusht haben. Du kannst nichts, du hast keine Eigenleistung in deinem YouTube-Kanal und willst da eine große Fresse haben. Dieser Krappi scheint echt ein ganz schöner Versager zu sein. Wird nur von KS-Freak hochgezogen, kann selber gar nichts. Und wer sitzt neben dir, während du diese Aussage tätigst? Fucking Darky. Den kennt man durch Ich renne mit KuchenTV auf die Bühne und spiele Sex vor, oder Ich bin mit KuchenTV im Moviepark und klaue ein Würstchen. Oh, it's just a prank. Oder auch KuchenTV bestraft mich auf offener Straße. Na gut, Darky macht auch manchmal was alleine. Reaction-Videos, wo er dann darüber lacht, dass KS-Freak dumm oder Katja Krasavitsch ganz schön nuttig ist. Reife Leistung. Wo wäre denn Darky, wenn er sich nicht an dir hochzieht? 100 Abonnenten, 200, vielleicht sogar 300? Aber dieser Krappi, da ist das wirklich was anderes. Löscht euch doch am besten alle, ihr Idioten. Vor allem findest du es nicht auch ein bisschen schade, dass wenn du wirklich so intelligent bist, dich so dumm stellst und zur Lachfigur für mehrere hunderttausend Leute wirst, wegen ein bisschen Promo, ist das nicht irgendwie unter deinem Wert oder sowas? Mein Humor ist so schwarz. Ein weiteres Markenzeichen von KuchenTV ist es auch, sich andauernd auf den schwarzen Humor zu berufen. Also, er macht einen Witz, wie zum Beispiel, hoho, ich ficke Kinder, und direkt danach, wow, bevor das jetzt irgendjemand falsch verstehen könnte, Achtung, Leute, schwarzer Humor, das war alles nur Spaß. Ich mach das nicht wirklich, das ist wirklich nur schwarzer Humor. Wenn ich mal alleine mit den Kindern bin, dann locke ich diese meistens mit meiner Winnie-Pooh-Maske aufs Klo. Wegen so Leuten wie dir nehme ich den Begriff schwarzer Humor schon überhaupt nicht mehr in den Mund, denn er ist mittlerweile wirklich synonym mit solchen Sachen, wie dass du sagst, hohoho, Neger sind schwarz oder haha, im Holocaust sind Juden gestorben. Nur um kurz darauf zu betonen, dass das ja alles nur schwarzer Humor sei. Ich will ja auch gar nicht mit so einem Kack kommen wie, ich mag ja schwarzen Humor, aber das geht einfach zu weit. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass dein schwarzer Humor einfach nur scheißiger Humor ist. Weißt du, du sagst halt so Sachen wie Neger und Jude und deine 13-jährigen Fans sagen dann hohohoho, weil sie von ihrer Mutter zu Hause ermahnt werden, wenn sie solche Begriffe benutzen. Ja, aber der coole KuchenTV, der traut sich solche schlimmen Wörter zu sagen. Mann, ist der cool. Lösch dich. Aber warum macht Kuchen das eigentlich immer noch, sich jedes Mal zu rechtfertigen für seinen schwarzen Humor und Sarkasmus und Ironie und darauf immer zu beharren? Also seine Ausbildung hat er schon verloren, da hat es ihm scheinbar nichts gebracht. Aber wen man damit beeindrucken kann, sind kleine Kinder, wie zum Beispiel seine Fans. Und wenn man dann Kuchen kritisiert und sagt, ey Kuchen, deine Witze sind scheiße, deine dämlichen Geraped-Videos, was soll die Kacke? Dann sagen die immer, oh, das ist alles nur schwarzer Humor und Sarkasmus, du verstehst das wohl nicht, das ist nur Ironie. Kuchen, warum hast du so scheiße gerappt im VBT? Ja, das war nur Ironie, ich könnte das ja eigentlich besser, oder... Kuchen, warum machst du solche bekackten Geraped-Videos, wo du kleine Kinder beleidigst? Wow, schwarzer Humor, Leute. Also, wenn du Kuchen kritisierst, dann verstehst du das wahrscheinlich nur nicht. Schwarzer Humor ist ja so per Definition eigentlich eine nice Sache. Wir machen sowas ja auch ständig. Der Unterschied ist halt, ohne jetzt irgendwie arrogant wirken zu wollen, dass es bei uns halt meistens witzig ist. Bei KuchenTV nicht. Und bei solchen dämlichen Seiten wie umstrittener Humor oder schwarzer Humor, mein Humor ist so schwarz wie Neger oder solche Sachen, die sind halt kein Stück lustig, die sind halt einfach nur scheiße und versuchen dann mit so ein bisschen dämlichen Schock-Value ihre alten Karlauer ein bisschen aufzuwerten. Und wenn man dann sagt, ja, das ist scheiße, dann heißt es, oh ja, das ist ja nur schwarzer Humor. Dann kann man selbst als Person halt nicht mehr sagen, ich stehe auf schwarzen Humor. Oder ich mache schwarzen Humor, ohne dass die Leute, denen man das sagt, sofort an so einen Scheiß wie KuchenTV denken und das damit assoziieren. Erinnert mich ein bisschen an damals, als man lustige Sachen wie 4chan gefunden hat und ein paar Jahre später dann irgendwelche Trottel in der Klasse sitzen hatte, die einem erzählt haben, oh, du magst auch schwarzen Humor und diese Internetwitze. Kennst du schon Nein-Gag? Da gibt's auch lustige Witzchen mit so Meme-Bildern und manche gehen ein bisschen zu weit. Hohoho, da ist... Das ist schon ein bisschen schwarzer Humor, also so hart jetzt auch nicht, aber hohohoho, da darf man ja eigentlich nicht drüber lachen. Falls wir in diesem Video übrigens irgendwelche Fehler gemacht haben, war das natürlich alles nur Sarkasmus und Ironie. Und die Aussage, dass du eine
widerliche, hinterhältige Ratte bist, die sich mal schnellstmöglich löschen sollte, war natürlich nur schwarzer Humor. Zwinker-Smiley. Eier und Salz, Milch und Mehl. Von vielen Personen wird KuchenTV auch als Nazi bezeichnet und dann schiebt er das immer auf, ich habe nur einen schwarzen Humor, ihr habt das nicht verstanden, ja, das denkt ihr bestimmt wegen diesem Holocaust-Witz. Ah, das stimmt allerdings nicht so ganz. Aussagen wie diese hier tätigte er zum Beispiel in seinem Talk-Video über die NPD. Man muss in der heutigen Zeit auch mal national denken. Ich war mit 15, 16 kurz davor, die NPD zu wählen. Einfach, weil Parteien wie CDU und SPD und so weiter das Volk nicht mehr vertreten. Was mich zum Beispiel mega aufregt, ist die Tatsache, dass hier kein Geld für eine Kita da ist. Aber Hauptsache, man kann ein neues Asylantenheim bauen. Dafür ist dann zufällig doch Geld da. Und ich finde es unfassbar, dass die Medien darüber zum Beispiel gar nichts sagen. Die Linksextremen in Deutschland haben 2013 doppelt so viele Straftaten begangen. Wenn jemand verboten werden sollte, dann wohl die Linken. Ich wollte nur zeigen, dass die NPD im Gegensatz zu den normalen Parteien ein wählbares Programm bietet. Wenn ich beispielsweise jetzt von 10 Türken grundlos an der Bushaltestelle geboxt werden würde, wäre ich auch ziemlich angepisst auf Ausländer und würde mich vielleicht der NPD anschließen. Wobei ich bin klug. Also klug genug, um zu wissen, dass das nicht hilft. Aber naja, na, es ist zumindest eine Möglichkeit. Wieso bezeichnen Leute Kuchen denn als rechts? Ich glaube, das liegt nur am schwarzen Humor. Herr Susi Grime hat übrigens auch nur Hater, weil sie Feministin ist. Bei der NPD würde das Ganze wahrscheinlich nicht mehr so ablaufen. Deswegen fand ich die Partei von ihrem Wahlprogramm und auch einfach aus dem Grund, dass sie mal etwas verändern, ziemlich gut. Allerdings kam dann die Piratenpartei, die ich leider Gottes besser fand. Das tut mir auch heute unglaublich leid, Leute. Ich war echt ein kleiner Hurensohn. Du sagst ernsthaft, dass es dir leid tut, dass du damals die Piratenpartei und nicht die NPD gewählt hast? Alter. Zum Zeitpunkt des Videos fand Kuchen zwar immer noch, dass die NPD vielleicht doch gar nicht so scheiße ist, wie sie alle immer darstellen, aber er würde sie trotzdem nicht wählen. Er ist jetzt viel weiter. Stattdessen empfiehlt er seinen halbwüchsigen Fans, die AfD zu wählen, sobald sie 18 werden. Lösch dich, Kuchen. Wenn ihr wollt, dass sich in Deutschland etwas ändert, gerade im Blick auf die Außenpolitik und dem Asyl in Deutschland, wählt bitte die AfD. Das ist auch die Partei, die ich wähle. Wie kam er zu der Aussage, dass die NPD vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie alle immer sagen? Er wiegt die Punkte ab, die positiv oder negativ sind. Zum Beispiel sagt er, die NPD ist zwar gegen Ausländer und will die alle abschieben, egal was sie gemacht haben, aber die zahlen ja auch Elterngeld. Dann kriegt man ein bisschen mehr Geld dafür, dass man ein Kind bekommt. Das gleicht das natürlich wieder aus. Die können ja nicht so schlimm sein. Ich meine, sie machen nicht nur schlechte Sachen. Die machen ja auch gute Sachen. So wie Hitler zum Beispiel. Der hat zwar mehrere Millionen Menschen getötet, aber der hat auch die Autobahn gebaut. Der hat ähnlich wie bei dem Muttergeld die starke deutsche Mutter mit dem Mutterkreuz belohnt. Und er hat Adolf Hitler getötet. Letzteres nehme ich ihm allerdings immer noch übel. Also wägen wir die Punkte ab. Millionen Menschen getötet? Aber Autobahn, Mutterkreuz, Hitler, 3-1 für Hitler, also gar nicht so schlecht, wie alle immer sagen, oder? Das erinnert mich spontan so ein bisschen an diese, ihr kennt das vielleicht, wenn bei Galileo oder so irgendwelche Produkte getestet werden, dann habt ihr hier einmal so das billige Produkt, einmal das mittelteure und einmal das teure Produkt und dann ist das billige Produkt halt total schnell fertig, total billig, keine Ahnung, liegt gut in der Hand, aber es schmeckt halt scheiße, aber es gewinnt dann, weil es 3 Punkte hat und... Es geht mir halt bei was zu essen darum, dass es gut schmeckt, ne? Wenn das scheiße schmeckt und total billig und schnell zubereitet ist, dann will ich das trotzdem nicht essen. Bist du eigentlich vollkommen bescheuert? Das ist doch keine fucking Pro- und Kontraliste, wo alle Punkte gleich gewertet sind. Natürlich machen die zwischen der ganzen Scheiße, die sie zu einer unwählbaren Dreckspartei macht, auch hin und wieder mal was Gutes. Aber Kuchen ist natürlich ein furchtbar begabter und intelligenter Mensch und hat entdeckt, dass die Welt nicht nur schwarz-weiß ist und jemand nicht nur komplett böse oder komplett gut ist. Lösch dich trotzdem. Ein richtiger Giraffenhals. Was ich auf deiner Facebook-Seite gesehen habe, hat mich schockiert. Du bist anscheinend die größte Spuchtel, die hier existiert. Bei solchen Bildern glaube ich, dass deine Schwulness explodiert. Und dann lädst du es auch noch doppelt hoch, Digga, blamiert. Für das Battle bist du in einer ziemlich schlechten Situation. Mit der Aktion outest du dich als Hurensohn. Löscht sogar unseren Chatverlauf, wie erbärmlich. Junge, hast du keine Ehre, jetzt mal ehrlich. Du als Türke bleibst hier sowieso der Verlierer. Und ich komme nicht mit Politik, sondern mit Pegida. Du bist der Schlechteste hier. Ach ja, das VBT. Da habe ich unseren giraffenhälsigen Freund das erste Mal erspähen dürfen, als er versuchte, seinen Gegner brutal zu zerdissen mit den besten Punchlines. Und wie einige wissen, ich habe da ja auch mal mitgemacht und ohne groß zu üben trotzdem 2 Gegner besiegen können. Und
Kuchen ist natürlich in der ersten Runde direkt rausgeflogen, weil er absolut unmusikalisch ist und obwohl er der große Kanalzerstörer ist, eigentlich nicht wirklich Punchlines hatte und er hat auch seine große Gefolgschaft mitgebracht, wodurch er halt den Uservote locker gewinnen könnte. Trotzdem flog er in der ersten Runde raus und bis hierhin ist das alles gar nicht so schlimm, aber Kuchens Reaktion darauf war wie bei dieser KS-Freak-Sache mal wieder unglaublich peinlich, als er sich im Forum in mehreren Posts darüber ausheulte, dass die Jury ja gar keine Ahnung hat und dass das ja alles total parteiisch ist und seine Punchlines waren eigentlich viel besser als alle denken. Es ist einfach unglaublich peinlich gewesen. Wer jetzt denkt, dass sein Geheule im Forum die Krönung des Ganzen war, der liegt allerdings falsch, denn ein paar Tage später machte Kuchen ernsthaft noch ein 16-minütiges Geraped-Video gegen seinen Gegner, in dem er nochmal betonte, dass sein Text ja viel besser war als der von seinem Gegner und die Jury ja total inkompetent ist und alle gar keine Ahnung haben. Kann man noch stärker ausdrücken, dass man ein schlechter Verlierer ist? Ich kann ja grundsätzlich nachvollziehen, wenn man sich über das VBT beschwert. Die Juroren sind halt größtenteils wirklich irgendwelche Kinder, die nicht unbedingt die geistigen Kapazitäten besitzen, komplexere Punchlines als ich ficke deine Mutter zu verstehen und deswegen deinen Punktabzug vergeben, weil sie es einfach nicht begreifen. Der Turnierveranstalter Arp hat sogar mal allein meinetwegen die Regeln des VBTs geändert. Wir erinnern uns zurück, 2015, ich war im VBT, ich bin ins 64. Finale gekommen und habe da dann verloren. Aber es gab damals noch die Regel des sogenannten Lucky Losers, der dann, wenn er in dem 64. Finale verliert, mit in die nächste Runde kommt, um Plätze aufzufüllen. Und das ist dann derjenige gewesen, der die meisten Fanvotes hat. Und das war halt mit Abstand ich. Und weil ich mich in dem Turnier nicht gerade beliebt gemacht habe mit den Sachen, die ich in meinen Runden gesagt habe und den Dingen, die ich in meinen Videos gemacht habe, hat Ab halt einfach gesagt, lol, die Regel gibt's nicht mehr, den Lucky Loser, den wähle jetzt ich aus. Aber du, mein lieber Kuchen, du bist wirklich nicht in der Position, dich über irgendwas zu beschweren. Du bist nämlich wirklich ziemlich scheiße gewesen. Deine Runde war nicht gut, deine Punchlines waren kacke. Du hast keinen Flow, was weiß ich, du bist halt einfach kein guter Rapper. Und da bringt's halt auch nichts, dich darüber zu beschweren, dass du ungerecht beurteilt wirst und viel besser warst als dein Gegner. Du warst halt trotzdem mega scheiße. Ich hab keine Ahnung, ob du besser warst als dein Gegner, ihr wart beide scheiße. Es würde mich nicht wundern, wenn du objektiv schlechter wärst als er. Du bist halt wirklich kacke. Und dass du rausgeflogen bist, liegt nicht an dummen Juroren oder Verschwörungen von ganz oben. Du kannst halt nicht rappen, du hast scheiß Punchlines, du hast keinen Flow und eine dämliche Autistenstimme. Lass das mit dem Rappen sein und lösch dich lieber. Auf und davon. Ein weiterer Punkt, wo sich Kuchens unglaubliche Doppelmoral bemerkbar macht, ist, wenn man seinen Content verwendet. Persia X hat ein Antwortvideo auf ein Video von ihm gemacht und hat da drin ein paar Aussagen von ihm gezeigt. Ausschnitte aus seinem Video, um ihre Aussagen zu belegen, worauf sie sich bezieht und was ist passiert. Kuchens Netzwerk hat das Ganze geclaimed und er sagt, ja, also, das ist jetzt auch okay so, weil da ist ja schließlich mein Content drin in ihrem Video. Und ich sperre sie ja nicht, ich bin ja kein Unmensch, ich krieg halt nur das ganze Geld. Dann habe ich vorhin gemerkt, dass mein Video geclaimed worden ist von KuchenTV oder sein Netzwerk, XMG. Zitatrecht und so, es ist eigentlich legal. Klar, Zitatrecht, aber das Ding ist einfach, ich habe es ja nicht striken lassen oder so. Ja, das Einzige, was halt passiert ist, ist, dass ich ja die Werbeeinnahmen kriege, weil du eine Minute vor meinem Videomaterial benutzt hast. So, ja, das hat nichts mit dem Zitatrecht zu tun, weil ich erlaube dir ja weiterhin, meine Inhalte zu nutzen. Du verdienst damit halt nur kein Geld und das ist auch wiederum mein Recht. Andersrum ist das natürlich was anderes. Unter den beliebten Videos von Kuchen, zum Beispiel Videos über ApoRed, Videos über Miguel Pablo und was ist da drin? Ausschnitte aus deren Videos. Was? Es soll illegal sein, wenn man das geistige Eigentum von anderen einfach so auf YouTube veröffentlicht? Hä? Nein, Quatsch, du darfst einfach alles hochladen, ob es dir gehört oder nicht, mach einfach, was kann da schon schief gehen? Geistiges Eigentum anderer Leute bei YouTube hochladen, das ist wirklich scheiße, aber bei Facebook ist es was anderes, guck mal, das ist KuchenTVs Facebook-Seite, hat der bestimmt alles selber gemacht, alles sein geistiges Eigentum, aber da gibt's ja auch eine kleine Ausnahme, oder? Ich persönlich finde, solange man die Quellen angibt, sollte man es auch benutzen dürfen. Oh, du beziehst also alle deine Videos, die du bei Facebook hochlädst, von 3% Rabatt bei MMOGA mit meinem Code oder von Amazon Reflinks? Andere Quellen kann man nämlich nie finden in deinen Videobeschreibungen. Wieso löscht du dich nicht einfach, du verdammter Heuchler? Geile 7 Halswirbel.
wenn sie ihren Freund Tim nicht gerade dazu zwingt, schlechte Filme zu gucken. Die Filme von Til Schweiger finde ich persönlich auch einfach ultra schlecht und ich musste mir die letztens erst mit meiner Freundin angucken. Sie ihren Freund Tim nicht dazu zwingt, sich einen Hundefilter ins Gesicht zu klatschen oder sie auf Musical.ly ihre Lippen so bewegt, als wäre sie fast eine richtige Musikerin, macht Gina jetzt auch tolle YouTube-Videos. Und dabei zieht sie sich an ihrem Freund Kuchen genauso stark hoch, wie Julienko das an Bibi tut. Eine der witzigsten Sachen an ihrem Kanal war eigentlich, dass sie ihn mit einem Rechtschreibfehler im Kanalnamen startete und der seit ihrer Umbenennung jetzt nur noch in ihrem Banner zu finden ist. Ich bin mal davon ausgegangen, dass sie es an Bibis Beauty Palace angelehnt hat oder vielleicht meinte sie auch Place, aber Palze? Ich habe das mal gegoogelt und es ist polnisch für Finger. Und ich glaube einfach mal, dass Ginas gefälschte Finger ein noch absurderer Kanalname wäre als Ginas Fälschungsplatz oder Ginas Fälschungspalast. Was das Ganze überhaupt soll, ist mir eigentlich ziemlich schleierhaft. Wahrscheinlich hat sie gesehen, dass ihr Freund ein wirklich großer Star im Internet ist und möchte auch ein bisschen von dem Ruhm abhaben und startet direkt ihr allererstes Video, in dem sie sich über Vergewaltigungsopfer lustig macht. Geraped XD. Ein bisschen später regt sie sich dann über respektloses Verhalten auf, was in diesem Zusammenhang schon etwas unfreiwillig Lustiges hat. Sonst parodiert sie auch Katja Krasewitsch schon ganze zweimal, indem sie sich eine Perücke aufsetzt, ihre Brüste knetet und sich noch dümmer stellt, als sie eh schon ist. Was immerhin die lustige Pointe beinhaltete, dass sie mit einem ihrer ersten Videos direkt schon mal ihren ersten Strike kassierte. Was macht sie sonst? Die ganze belanglose Scheiße, die alle anderen YouTuber machen, die mit einem bekannteren YouTuber zusammen sind. Mein Leben mit KuchenTV, Bilou fressen mit KuchenTV, meine Weihnachtsgeschenke von KuchenTV und da sie direkt am Anfang nicht nur einen Strike, sondern auch eine große Hatewelle kassierte, weil sie in einem ihrer ersten Videos erstmal KuchenTVs Fans als dumme kleine Pisskinder bezeichnete, auch noch Rechtfertigungsvideos. Top-Level-Content. Für die Cringe-Fans unter euch, das Video über ihr Leben mit KuchenTV war schon ziemlich witzig. Also auf so eine Fremdscham-Art witzig halt. Was auch auf so eine Cringe-Art ein bisschen witzig ist, ist ihr Twitter-Profil, wo sie mich übrigens geblockt hat, aber schaut dort an den Inkognito-Modus. Ich hab ein tiefes Loch, ... in meiner Melone, was dachtet ihr denn, ihr Schlingel? Hier noch ein sehr süßer Chatverlauf, den sie natürlich unbedingt auf Twitter posten musste. Übertreib, 2 Kinder reichen. Aber bei 3 ist die Chance höher, dass wenigstens 1 was erreicht, Idioten-Smiley. Wenn sie meine schöne Ausstrahlung erben, wird aus allen was. Abgesehen von Hartz-IV-Empfänger, meine ich. Herz, Spaß. Ich sag dir ja mein Aussehen und nicht deins. Echt mal, fick dich ins Knie, lass deine Sprüche bei mir sein, dämlicher Untermenschen-Smiley. Du brichst mir das Herz. Kommentiert wird das Ganze mit Relationship Goals, Kuchengeschmack. Er kann austeilen, aber nicht einstecken. Ja, da hast du ausnahmsweise wirklich mal recht, Gina. Manchmal glaube ich, ich bin 10 bis 15 Jahre zu spät geboren. Irgendwie feiere ich voll die 90s-Musik. Born in the wrong generation. Da hat sie scheinbar Gio irgendwie was gepostet. Siehst du, Sexverbot bringt etwas. Nein, Spaß, danke KuchenTV. Da hat er hier, das ist so gay, Mann. Hat er ihr so ein fucking Teddybär mit Blumen gekauft und aus Kerzen so ein Herz. Alter. Shoutout an das Sexverbot. Ja, egal, weiter im Takt. Danke übrigens auch für dieses schöne Bild, Gina. Guck dir den Hals von dem an. Ein weiterer Höhepunkt ihrer YouTube-Karriere war natürlich auch die Anzeige gegen Zabex, wegen Beleidigung. Wer hätte denn gedacht, dass Zabex andere Leute beleidigt? Zu der Anzeige findet man leider nichts auf Ginas Kanal, sondern nur auf dem von Zabex und auf ihren Twitter-Profilen, wo sie sich noch ein bisschen fetzten und Kuchen und Zabex sich noch ein bisschen in den Haaren hatten und dann wurden noch Sprachnachrichten geleakt und irgendwelche Privatnachrichten, aber sowas wird Kuchen in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wieso sie überhaupt Videos macht, aber ich habe da 2 Theorien. Theorie 1 ist, dass sie sich an dem großen YouTube-Star Kuchen hochziehen möchte, weil keine Ahnung, was solche,
darf nicht beleidigend werden, oder? Also ich will ja auch keine, ich will keine Anzeige kassieren, was solche Frauen, sage ich jetzt mal, an Kerlen geil finden und ob Kuchen irgendwie als Prominenz durchgeht bei bestimmten Gruppen von Frauen. Aber das kann natürlich sein und sie will sich an ihm hochziehen und ein cooles YouTuber-Pärchen sein, wie man das von solchen Leuten kennt, wie Bibi, die sie alle ganz kacke finden, weil das sind ja keine richtigen Personen. Oder Theorie 2 ist, dass Kuchen sie halt dazu drängt, Videos zu machen, damit jeder weiß, dass er eine Freundin hat. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ihr seid natürlich völlig anders als die anderen YouTube-Pärchen aus diesen famegeilen Arschlöchern, die sich aneinander hochziehen und die jede Streitigkeit direkt öffentlich austragen. Wie zum Beispiel den Chatverlauf, den wir eben schon vorgelesen haben. An dieser Stelle Shoutout an Felix. Allgemein finde ich aber eigentlich, dass die beiden ganz gut zusammenpassen. Sie sind beide absolut talentfrei, haben einen peinlichen Kinderhumor. Die Fans sind dementsprechend alles kleine Kinder, die man auf irgendwelche Gegner hetzen kann, die einen bösen Kommentar geschrieben haben. Sie lehnen sich beide gerne weit aus dem Fenster, aber heulen dann, wenn was zurückkommt. Und ich glaube, wir können uns auch darauf freuen, dass sie sich irgendwann trennen und dann geile Geraped-Videos oder Vlogs wie meine Trennung von KuchenTV kommen werden. Oder ihr löscht euch vorher beide einfach. Ich persönlich freue mich schon drauf, wenn man diesen ganzen Kack aus der privaten Beziehung schon ins Internet reinspült, dann können wir uns wirklich nur darauf freuen, dass sie sich irgendwann wirklich trennen und die ganze Schlammschlacht im Internet austragen und Chatverläufe gepostet werden und Leute betrogen werden und Herzschmerz und Intrigen. Darauf könnt ihr euch alle schon freuen, wenn in, keine Ahnung, ein paar Monaten, weiß nicht, wie lange die noch zusammenbleiben, ich denke mal nicht besonders lange, aber wenn die sich halt irgendwann trennen, dann wird das auf jeden Fall richtig nochmal witzig werden. Wir graben ein Schützenloch. Da Kuchen schon vorher mitbekam, dass wir dieses Video hier planen, kündigte er in den Kommentaren eines anderen Videos an, dass er es so richtig zerstören wird, wenn es rauskommt. Die Kommentare hat er inzwischen gelöscht, aber wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, eine kleine Prognose zu geben, wie das kommende Geraped-Video vermutlich aussehen könnte. Jo, Freunde der gepflegten Löschung, heute geht es um zwei übertriebene Spasten, die es sich ernsthaft rausgenommen haben, den einzigartigen King zu kritisieren. Es handelt sich natürlich um Dorian und Imp, die Übermenschen oder in deren Falle wohl eher die Untermenschen. Die mit ihrem Video Lösch dich KuchenTV wohl das mit Abstand dümmste Video geliefert haben, das ich je gesehen habe. In diesem Video reden sie hauptsächlich darüber, dass ich einen langen Hals habe. Mein Hals ist im Übrigen nicht das einzige Körperteil, das bei mir überdurchschnittlich lang ist. Und wenn ihr wissen wollt, welches das andere ist, könnt ihr mal Dorians Mutter fragen. Überhaupt wäre ich mal lieber ganz leise, wenn ich so aussehen würde wie die. Ich meine, der eine sieht mit seinem Vollbart aus wie der letzte Bahnhofspenner und der andere hat lange Haare wie ein Mädchen. Also geh mal lieber zurück in die Küche. Außerdem behaupten sie, ich hätte immer wieder private Daten von Leuten geleakt, was einfach die dümmste Aussage überhaupt ist. Aber wenn ihr euch mal mit ihnen über das Thema unterhalten wollt, die beiden wohnen nicht in der Straße 6 in Hanau-Steinheim. Versteht ihr? Da wohnen sie nicht. Imps 90 Jahre alter Opa wohnt überdies nicht 3 Hausnummern weiter, wenn ihr versteht, was ich meine. Überhaupt verstehe ich nicht, wie man so unnormal dumm sein kann, dass man nicht verstehen kann, dass das, was ich mache, nur schwarzer Humor ist. Ich gehe mir jetzt meine Tabletten einwerfen, damit ich auch weiterhin diesen behinderten Sprachtonus beibehalte. Okay, thanks, bye. Bitte lösch dich, bitte lösch dich.